befinde mich hier an der Grenze zu Myanmar, wo sich nach den stark umstrittenen Wahlen vom Wochenende jeden Abend, jede Nacht Dramen abspielen, weil Zehntausende versuchen, die Grenze von Myanmar nach Thailand zu überqueren. Sie übernachten auf Sportplätzen im Freien unter Bäumen. Die thailändische Polizei und auch das thailändische Militär hat starke Einheiten zusammengezogen, um vorbereitet zu sein, den Menschen hier zu helfen. Grund für die Flucht sind Auseinandersetzungen zwischen karenischen Rebellen und der birmesischen Armee, die versuchen, nach den Wahlen auch im Osten des Landes, wo es immer wieder zu Kämpfen gekommen ist in den letzten Jahrzehnten, für Ordnung zu sorgen. Wie sich das Ganze hier gestalten wird in den nächsten Wochen, Monaten, ist noch überhaupt noch nicht abzusehen. Experten befürchten, dass es sich um einen langen Konflikt zwischen den Rebellen und dem birmesischen oder Militär von Myanmar handeln könnte und dass es auch für Thailand in den nächsten Wochen und Monaten in Sachen Human Rights, Menschenrechte und natürlich Versorgung der Flüchtlinge zu einigen Anstrengungen kommen muss. Ah, ya, ya, ya.